Frau Brütsch. Das 1-4 hätte jetzt nicht unbedingt müssen sein, wenn Zürich eh schon Meister war, oder? Ja, ich denke, wir hätten auch ein bisschen mehr Punkte genommen, aber es ist so, wie es ist. Sie schießen das Goal, geben dem Team noch mal Hoffnung. Haben auch zwei, drei andere im Moment, wo sie aus spitzem Winkel noch etwas machen können. Vor allem am Schluss, wo der Ball sicher nicht draußen war und der Schiedsrichter abpfeift. Das wäre wahrscheinlich das 3-2 gewesen. Aber sonst habe ich das Gefühl, Zürich nicht zwingend, aber schießen einfach Goal, wenn sie mal vorne kommen. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich denke ähnlich. Ich denke, Zürich hat eine grosse Klasse. Ich denke, darum sind die so früh Meister. Ich glaube, das wissen wir alle in der Liga. Und ich denke, die Goal, die sie machen, sind teils wirklich auch gut rausgespielt. Wir haben uns versucht zu wehren, wir haben versucht, mutig zu spielen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Und ja, sicher schade, hat es nicht noch mehr gelangt. Aber wir sind zufrieden mit unserer Leistung. Für die Irina Brütsch persönlich jetzt wieder Goal. Zuerst in Basel, jetzt hier. Und sehen, sie kommen langsam wieder in die Form, die sie im Winter hatten. Vielleicht sind sie auch ein bisschen mehr der Wintermensch als der Sommermensch. Ist auch jetzt kalt. Aber es gibt ein Rennen, das sie sicher noch gewinnen können. Und das ist das um Torschützenkönigin. Machen Sie sich da Gedanken? Nein, gar nicht. Ich denke, wer das Goal bei Basel sieht, weiss, dass mir das völlig egal ist. Ich hätte das Goal dort 2-0 locker machen können. Ich lerne das wenn ich einfach will. Ja, schlussendlich geht es mir darum, dass alle sich da wohlfühlen, dass die das Goal machen, was sie verdienen. Und mir spielt es keinen Ruckel. Ich gebe alles. Wenn ich das Goal mache, umso besser. Aber also, die Krone ist mir egal. Heute haben wir Captain Irina Brütsch gesehen. Wichtig, dass man Führung übernehmen kann bei dem Team, das so dezimiert ist von vielen Verletzungen. Heute wäre die Chance gewesen, zum Aufrücken wieder auf den zweiten Platz. Hat man verpasst. Es ist noch alles ein bisschen drin. Was habt ihr euch für Ziel gesetzt? Puh, ich denke, es ist schwer. Es sind doch 10 Punkte auf Lugano. Ja, realistisch gesehen haben wir dort keine Chance mehr. Und ich denke, darum können wir die Spiele jetzt wirklich einfach nutzen, um ohne Druck aufspielen, um Sachen probieren, um Spass haben. Und ja, wir werden sehen, was anlangt. Gut, merci vielmal. Herr Ladner, jetzt können Sie mir nicht mehr sagen, dass Sie noch nicht gewonnen haben. Jetzt sind es doch zwei Sachen. Wie gross ist da die Freude? Ja, es ist riesig. Es ist riesig. Es ist eine kurze Zeit. Hat das Klappen mit dem Cup-Final, das war noch etwas speziell. Die Meisterschaft hat sich ja irgendwo dann doch abgezeichnet. Und jetzt haben wir das auch perfekt machen können. Ist natürlich ein fantastisches Gefühl. Und freue mich riesig für die Mannschaft. Wie doof war es, dass man eine Stunde vor Abpfiff schon gewusst hätte in der Garderobe, dass man Meister ist? Ja, doof. Es war eine neue Erfahrung. Wir sind dann nachher in die Garderobe. Wir haben gewusst, wir haben etwas im Sack, aber wir haben noch nicht gespielt und wir haben uns ja vorbereitet auf das Spiel. Aber dann kann meine Frau sagen, ich war auch noch nie in so einer Situation. Der Druck war natürlich irgendwo ein bisschen weg. Und es ist dann manchmal noch schwierig, mit dem umzugehen. Aber wieder einmal mehr haben sie das perfekt umgesetzt. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, auf einem schwierigen Platz, muss ich sagen. Und denke ich, eine gute Leistung gebracht heute Abend. Ja, spielerisch hat vieles zusammengepasst, trotzdem, dass man gewusst hat, man muss den Turbo nicht einschalten. In dem Moment, wo der Ball nach vorne kommt, dann sind wir einfach torgefährlich und machen den Goal. 4-1, das Resultat, wieder so ein hohes. Wird das jetzt bis Ende Saison so, werden die Teams abgeschossen? Nein, wir versuchen einfach guten Fußball zu spielen. Das ist jetzt natürlich klar, es ist eine gewisse Unbeschwertheit da. Der Cup-Final hat uns nochmal ein enormes Selbstvertrauen gegeben. Das hat man natürlich auch dann im Match gesehen gegen GC. Es sprudelt all von Selbstvertrauen. Es ist jetzt einfach eine Phase, wo es gut läuft. Wir wollen noch weiter performen bis Ende der Saison. Alle wollen sich zeigen. Es ist für mich dann manchmal fast schwierig, zu wissen, wer ich aufstellen soll. Es ist zwar schön, aber es ist die Qual der Wahl, die nicht immer einfach ist. Und wir haben dort doch auch wieder extrem rotiert. Und die reingekommen sind, haben alle gezeigt, dass sie auch parat sind. Werden jetzt die jüngeren Spielerinnen, die vielleicht durch das routinierte Team, das noch den Titel sicher machen wollte, haben müssen spielen, nicht haben können spielen, werden jetzt die jungen, all die U21 Spielerinnen, die ja schon Teil vom Kader sind, auch noch zum Einsatz kommen? Ja gut, das Kader ist auch nicht mehr so gross, oder? Muss man schon sehen. Also wir haben jetzt heute auch nur 5 Spielerinnen auf der Bank gehabt. Gut, mal in Gut wird zurückkommen die nächste Woche. Und dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber es ist klar, dass wir jetzt, wenn die Spielpraxis geben, auch noch gewisse Sachen anschauen, weil wir natürlich auch wieder Planung sind von der neuen Saison. Wir wissen auch bei 2-3 Spielerinnen, die werden aufhören. Aber wir wollen es einfach als Team sauber durchziehen. Das ist wichtig.
Und jetzt mit einem Meistertitel im Hosensack und einem Cup-Titel im Hosensack können Sie getrost auf die Saison zurückschauen, oder? Ja, sicher. Also, ich habe das gewusst, dass ich die Herausforderung muss annehmen, weil man hat das letzte Jahr mit dem FC Zürich schon beides gewonnen, dass das natürlich so läuft. Auch, ich denke auch in der Art und Weise, wie wir auch Fußball gespielt haben. Das ist natürlich, das macht jeder Trainer irgendwo stolz und einfach zufrieden. Und von dem her ist es eine Riesensaison gewesen. Aber ich muss es noch einmal sagen, ich habe jetzt gerade vorher noch ein bisschen diskutiert. Also wir haben bis jetzt ein Spiel in der Meisterschaft verloren. Meine Frauen sind keine Profis. Bei IB redet man da super Saison von den IB-Mannen, die sie hier geleistet haben und. Also wir haben jetzt die Göppel-Meisterschaft, wir haben einmal verloren. Meine Frauen müssen morgen zum Teil um 7 Uhr wieder am Arbeitsplatz sein. Und was die da performen, das hat einfach höchsten Respekt verdient. Genau, also ich denke positiv die Erfahrungen der Frauen, oder? Absolut, absolut, ja. Nein, es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch der Umgang untereinander. Man muss ein bisschen mehr reden. Manchmal hast du dann vielleicht auch nicht so viel zu sagen. Aber ich habe mich da reingelebt und ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Mannschaft. Und ich denke, wir haben auch einen sehr guten Umgang miteinander. Sonst würde es auch auf dem Platz nicht so funktionieren. Gut, das sind schöne Worte, die es immer freut zu hören von jemandem, der auch von extern gekommen ist zum Frauenfußball. Andy, ich kann nur noch eins sagen, gratulieren. Danke vielmals. Glenn Meyer, Zürich war schon Meister. Ihr hättet ihnen vielleicht eine Kiste Bier in die Garderobe stellen, damit sie vielleicht ein bisschen ruhiger aufspielen und euch dort die Chance geben, noch zu gewinnen, oder? Also zuerst mal Gratulation im FC Zürich, weil für mich absolut verdient Top-Saison gespielt, absolut verdient Schweizer Meister wurde und denke dann auch Cup-Sieger. Und das andere Kompliment gebe ich an dich, weil an einem Abend, wo Barcelona-Liverpool ist, dass du dich für Frauenfußball entschieden hast und Luzern-Zürich kommst schauen, ist auch gross anzurechnen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass Zürich uns heute irgendwie etwas schenken will, weil Meister 4 ist sicher schöner, wenn du einen Sieg in der Tasche hast, oder wenn du nachher aus einer Niederlage musst, raus, irgendwie künstlich fest. Ja, ganz klar. Und doch, muss ich sagen, habe ich ja schon mit Irina Brütsch besprochen. Zürich hat nicht zwingend so gespielt, dass sie 4-1 gewinnen müssen. Es ist, wie man es kennt, Zürich, dann, wenn sie mal davor sind, dann sind sie einfach kaltblütig. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ihr so fest in der Lage gewesen wäret. Ich habe gefunden, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, sind ihr eine Zeit lang besser gewesen als Zürich. Natürlich haben die schon 2-0 geführt, dann auch so 3-0. Aber irgendwie wäre da mit drin gelegen, oder? Ja, eigentlich schon. Und am Schluss gewinnt gleich wieder Zürich relativ klar. Und so ist es eigentlich so ein bisschen die ganze Saison auch. Wo ich einfach, eben, auch wenn wir überhaupt nicht zum IB irgendwie schwach reden, absolut nicht. Aber wenn man den Cup-Final vergleicht, ist einfach, vor allem wenn man das mal im Fernsehen sieht, ist einfach die Passqualität vom FC Zürich, die ersten Ballkontakte, Dynamik im Spiel innen und dann eben vor allem auch Breite im Kader. Ich meine, ich habe meinen Assistenten angeschaut, es steht der Leslie dort, es steht der Willi dort, es steht der Moser dort, den du einfach kannst von der Bank bringen und dabei muss nicht einmal die Schuhe binden. Und ja, das ist Luxusproblem, aber schlussendlich eben, musst du gleich so eine Dominanz haben über eine Saison hinweg, wie sie jetzt hatten. Ich habe das Gefühl, Andy hat das sehr gut gehandelt, dass alle irgendwie bei Laune behalten worden sind, was auch nicht einfach ist in so einem Kader. Und wie du angesprochen hast, ist einfach schlussendlich, sie kommen nach vorne. Und dort sind sie relativ konsequent, weil es halt einfach super zu Ende gespielt wird, was bei uns zwei, drei Mal eben, wir kommen über die Zeit und das ist halt der letzte Pass eventuell nicht so, kommt nicht an, oder die Laufwege in der Box sind eben nicht so, dass dann eben ein Rückpass reicht, um das Goal zu erzielen. Und meiner Meinung nach haben wir es nachher auch zwei, drei Mal in der Box innen, auch wo es Goal gibt, nachher wirklich zu wenig konsequent verteidigt, viel zu ballorientiert und nicht gegnerorientiert in der Box sind. Und dann wird es schwierig gegen eine Mannschaft mit so Qualität. Genau, schauen wir jetzt ihr Team mal an. Sie basteln Aufstellungen zusammen, muss man so sagen. Wir sehen auch, ihre einzige Lösung aus der Bank raus ist
Nicole Scherer, die wahrscheinlich gar noch nicht spielen sollte. Wahrscheinlich sollte sie noch geschont werden. Und weil sie muss ich, oder muss Melina Skodeler weiter vorne spielen. Und doch, es sieht gut aus. Gegen Basel haben sie ein funktionierendes Team angebracht, auch wenn die Captain ausgewechselt müssen werden. Die Abwehrreihe sieht gut aus mit der Chantal Wieser und der Chantal Ruf. Wir haben Bewegung in ihrem Spiel, wo zum Teil auch mit der Top-Besetzung ein bisschen gefehlt hat. Wir haben wieder einen Zug nach vorne, ein Ziel in den Augen. Wie können Sie jetzt das so aufbauen, dass eben die 10 Punkte zu Lugano, ja, es ist viel, aber zwei direkte Begegnungen, plötzlich ist es nur noch 4, plötzlich ist es nur noch 3. Wie können Sie das schaffen, dass das eben am Schluss doch noch fruchtet? Ja, für mich war das Wichtigste, dass wir wieder einen Turnaround schaffen und wieder merken, dass wir spielen wieder besseren Fußball, weil eine Zeit lang bist du wirklich, hast unser Spiel angeschaut und hast das Gefühl gehabt, das stimmt gar nicht mehr zusammen, du hast kein Selbstvertrauen gesehen von den Spielerinnen. Ich habe mich noch dafür entschieden, das System umzustellen. Und das hat jetzt gegen Basel relativ gut ausgesehen, hat jetzt heute nicht so schlecht ausgesehen. Und gleich, eben, wenn du zurückschaust, musst du sagen, es fehlt immer noch das Erfolgserlebnis. Weil für mich ist einfach eben, der letzte Sieg von uns ist relativ lang her jetzt. Wo ich sage, eben, holst zwar immer wieder einen Punkt und kannst sagen, ja, es war ein gutes Match gehabt, aber schlussendlich musst du jetzt einfach wieder mal einen Sieg haben, musst du 3 Punkte haben und dann merkst du auch, dass die Arbeit fruchtet und dann kommt noch mehr Selbstvertrauen rein. Aber schlussendlich müssen wir einfach auch in die Realität in die Augen schauen. Sind eben jetzt, ich habe heute den Royal Graf noch auf der Bank gehabt, wo ich gewusst habe, die kann ich gar nicht einwechseln. Alex Sabühl, der sich verletzt hat gegen Basel, war gar nicht dabei gewesen. Wo nicht einer hat mögen jetzt auf diesem Match. Und dann eben, haben wir Julia Pirker aufgeboten von der U19 mit einem 0-1er-Jahrgang, wo ja, einfach, dass du noch jemanden hast auf der Bank und egal wie jung das die ist. Und dann musst du halt eben musst irgendetwas zusammenbasteln. Sie ist eine gelehrte Innenverteidigerin und dann musst du halt am Schluss noch die Abwehr auseinandernehmen, wenn du wechseln willst, weil halt nicht kannst verantworten, dass du eine junge Spielerin einwechselst in diesem Alter und noch irgendwie auf einer Position stehst in der National, die sie noch nie geshootet haben. Das sind einfach Umstände aktuell, die es schwierig machen. Und darum sage ich, eben, jetzt ist am Samstag IB, dort möchte ich unbedingt wieder mal gewinnen können. Das wird schon nicht einfach, weil wir jetzt noch mal erholen, weil wir jetzt 2 Matches gehen, die extrem anstrengend waren. Ja, und darum mal von Spiel zu Spiel schauen. Und dann sehen wir am Schluss, wie das aussieht nach diesem Spiel gegen Lugano. Ja, zudem kommt eben noch dazu, was der Andy auch gesagt hat. Teil von ihrer Mannschaft ist morgen am 7. wieder im Stollen, wieder am Arbeiten. Ist nicht einfach, aber eins Positives gibt es. Sie lancieren eine neue Spielerin. Links aussen im Trikot von Julia Hölschi. Und die hat einen super Match gemacht. Also, ich glaube, Michelle Schneider heisst sie. Also, die kann man sich notieren für nächste Saison, oder? Ja, definitiv. Michi hat schon letzte Saison bei uns Einsätze gehabt. Ich sage, geht sogar so weit, dass glaube auch die 19-Trainerin, die Lucia, wenn sie da ist, wahrscheinlich das Gleiche würde sagen, dass wenn sie ein breiteres Kader hätte in der U19, dann wäre Michi eigentlich schon lange bei uns im Kader drin, weil Michi Voraussetzungen hat, wo im Frauenfußball nicht so viel gesehen ist. Die können heute, die hat viel Dynamik im Spiel, die ist mutig, hat heute sogar noch auf der verkehrten Seite spielen, hat das meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gemacht. Und das ist sicher jemand, der nächste Saison wahrscheinlich hoffentlich auch Freude machen. Ja gut, ich wünsche viel Erfolg gegen IB. Ich weiss noch nicht, ob ich dort dabei bin. Aber sonst spätestens in der nächsten Runde wieder. Frau Stutz, Sie sind mit in der Meisterfeier. Ich bin überhaupt froh, dass ich Sie überhaupt noch verwünscht habe. Die Gegner sollte ich so eine Frage stellen, wo Sie mir sagen müssen, wie viele Meistertitel Sie schon haben, damit Sie die Hände zeigen müssen. Aber das müssen wir heute nicht machen. Sie dürfen sich ja verpflegen nach dem Match. Wie fühlt sich der Titel an? Ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis. Und wir haben die ganze Saison hart für das geschafft. Es ist eine riesige Teamleistung. Wir sind schon so früh Meister geworden und das ist nicht selbstverständlich. Und ja, wir freuen uns mega drauf. Und ja, ich weiss nicht, Freude pur. Beim letzten Match haben Sie immer gesagt, es wäre Ihr letzter Titel. Also jetzt mit dem nächsten Meistertitel. Wieso hören Sie auf und ist das eine würdige letzte Saison gewesen? Auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es meine letzte Saison ist, aber es ist schön, mit 2 Titeln aufzuhören. Und ja, irgendwann müssen alle aufhören, andere Verpflichtungen, aber es wird mir schon recht wehtun, weil es ist ein mega Team und das ist eigentlich das, was mir das meiste gibt am Fußball.
Das ist der soziale Aspekt und ja, für das gehe ich jeden Abend ins Training und das tut mir schon ein bisschen weh, aber ja, wie man gehört, muss ich jetzt bald wieder feiern. Ja, es klingt noch Spass. Die eine oder andere Ton wird nicht mehr getroffen, aber das ist normal. Man ist in Ekstase. Ich gratuliere nochmal. Hey, jetzt wird das stehen. Ja, das ist es gesehen. Heute von Luzern. Zürich ist Meister geworden. Ihr habt es jetzt noch gesehen. Sie haben gefeiert. Ich gebe ab an mich selber. In der Zukunft abonnieren, liken, subscriben. Tschüss zusammen.